Wie schön ist dieser View einfach. Ja, boy! Siehst du mit ihrem Scooter und slidet so seitlich so den Weg entlang? Bei Lebensretter. Hast du schon das Ergebnis? Das hat mich so fertig gemacht irgendwie. Wer ist da, wenn es dir wirklich scheiße geht? Wenn du wirklich Hilfe brauchst, wer ist wirklich da? Und plötzlich ist es anders. Gestern haben wir gelacht. So unfassbar viel zu schnell. Von dieser Nachricht sind wir platt. So geschockt. Ich dachte, dich kann gar nicht bremsen. Plötzlich stopp. Guten Morgen. Big Sandwiches. Heute gibt es einen weiteren Tagesvlog. Die Küche. Ich stelle einfach den Druck. Ist sehr kritisch. Ich habe eine Passionfruit geerntet und jetzt muss ich sie ausbrüten. Ich bin nicht sicher, ob es eine ist, weil schon es mal. Es wird eine, ich muss sie nur ausbrüten hier. Hattest du sie die ganze Nacht da drin? Nee, aber gestern. Oh fuck, ich hätte sie die ganze Nacht. Bro. Da rein. I doubt it. Ja, ich habe glaube ich noch zwei Clips zu rollen. Einmal habe ich so einen richtig Alien-Käfer gesehen. Roll the clip. Die Bugs hier. Also so die Insekten sehen hier so Alien oft aus. Sowas habe ich in Deutschland noch nie gesehen und auch generell noch nie gesehen. So der hier ist einfach so ein Alien-metallige Farbe. So faszinierend und schön. Und dann war ich gestern E-Foilen mit Fritz, wollte ich schon sagen. Aber Fritz hätte auch voll Spaß gemacht. Wenn ihr sehen wollt, was es ist und so, dann schaut aber jetzt den Clip. Also wir sind hier am E-Foilen und es macht so Bock. Wir haben kein Handy mitgenommen, das hier ist von dem netten Coach. Philipp ist wirklich der absolute Profi. Und Franz ist da. Macht es auch schon richtig gut. Hat gerade erst angefangen, weil er meins genommen hat. Profi-Snowboarding zahlt sich aus. Bam. That's my boy. Und es ist so geil, es ist einfach wie fliegen. Yeah, boy! Yeah, boy! Oh, da ist der Franz. Franz macht schön Platz. Und nochmal für den Vlog. Wie war's? Digga, es war ends krass. Es hat so Spaß gemacht. Ihr müsst es alle mal ausprobieren. Und ja, ich hab's durchgespielt. Mehr durchgespielt geht nicht. Ja. Wenn ihr mal die Möglichkeit habt und es euch excited macht. Einfach flossed, oder? Ja. Und einfach im Wasser sein draus macht einfach so Bock. Wenn du fliegst und du hörst nichts außer dem Motor, du fliegst alles. Und der Motor ist auch so leise. Ja. Sehr geil. Einfach so fliegen, so. Ja. Und das haben wir wieder zurück. Heute gehe ich zum Aesthetic Dance, aber da filmt man ja nicht. Mal gucken, was der Tag sonst so bringt. Wir können ihn mitnehmen, weil bei uns ist es immer spannend. Es gibt Scooterunfälle. Oh ja, Lena ist gestern hingefallen. Oh, sie hat einfach Fast and Furious gemacht. Leute, sie fährt so vor uns. Sie fährt so weil vor sie uns. Sie fährt so, ja. Sie fährt so vor uns. Wieso hast du denn Feuer zu? Sie fährt so vor uns. Diese Story ist sehr unterhaltsam. Digga, ich bin im Loop gefahren. Lena fährt vor uns. Aber wo fährt sie? In deinem Arsch. Erst war sie hinter uns. Aber ich dachte, sie fährt vor. Ja, dann überholte sie uns und dann war sie logischerweise wo? In deinem Arsch. Auf einmal ist sie in so einer Kurve und auf einmal ist sie so mit ihrem Scooter. Fritz, bitte mach Animationen und so. Ist sie mit ihrem Scooter und slidet so seitlich so den Weg entlang. Hinten kommen einfach so diese Dinge hier, warte. Ohne die Flamme, also. Funken. Und dann wir so, what the fuck? Sophia und ich laufen so hinten. Dann ich so, Lena, steh auf. Und dann kamen zwei nette Leute und das war die Story. Soll ich die mal aus meiner Perspektive erzählen? Ja. Warum das passiert? Sie hat mir erst erzählt, ich weiß nicht, warum das passiert ist. Ich weiß nicht. Im ersten Moment und dann auf dem Scooter. Wenn so Palmen über die Straße hängen, dann versuche ich immer so kurz aufzustehen und die abzuklatschen. Man kennt. Und dann war ich einhändig, klatsche einen, also so mit der linken, klatsch ein. Weil rechts sieht man ja ganz und sehe schon so, oh, die Kurve, die ist sehr, sehr, die wird sehr knapp. Und dann war die Straße so, der Teer war da zu Ende und ich fall so runter. Ich habe schon vorher gesehen, ich konnte mich schon richtig auf den Sturz vorbereiten. Zeig mal die Verletzungen. Ist einfach fast nichts passiert, also der Scooter ist richtig lost. Da sippt es halt übelst raus. Keine Aber was Ahnung, heißt übelst los? So wie nach der Schlägerei der andere aussieht, bin ich mit dem fertig. Also der Spiegel, der knickt so ab und so. Ja, so gebrochene Knochen und so. Wenn sie versuchen, mein stahlernes Schmuckstück zu schlagen, sind sie dann auch nur so, oh, legt euch nicht mit diesem V-Gate hin. Okay, dann nehmt ihr wieder die Kamera mit, oder? Ich nehme meine mit. Ihr nehmt eine mit. Welche Clips werden mehr exciting? Okay. Was für euch auch so exciting ist? I doubt it! Ich habe noch einen Clip sogar zu rollen, weil ich saß hier gestern mit Philipp und es war einfach so eine schöne Atmo. So am Abend hier mit den Farben, deswegen roll the clip. King Savages, wie schön ist dieser View? Einfach das Wasser von dem Infinity Pool geht in das Meereswasser so über. Der Besitzer, der ist ja auch deutsch, der kam heute nochmal zu mir. Wie nachhaltiger er das alles baut. Ich liebe einfach, wenn Leute, die Geld haben und irgendwie so halt Immobilien bauen oder was auch immer, und einfach so einen Switch machen in die Conscious Richtung, so wie er. Keine Pestizide, so Chemikalien für die Grünungsanlage. Plastikfreie Zone ist hier. Und die ganzen Holzdinger, die so schön aussehen, sind einfach so aus recyceltem Holz. Auch hier so Reduce, Reuse, Recycle Style. Und man merkt halt auch voll, dass es von einem Deutschen ist. Weil die Badezimmer sind halt gar nicht deutsch, sondern gar nicht thailändisch, sondern richtig deutsch. Aber eine Dusche, die geil funktioniert. Einfach wie wir Deutschen es lieben, gut funktionierendes Bad. Und man hat hier einfach so geil diesen Campingplatz-Vibe.
aber halt auf Thailändisch in Thailand. Mein Bro ist so nice und hilft mir, denn seine Pfeile ist irgendwie korrupt und Philipp ist einfach so ein Brain, echt. Und Guava ist einfach der Shit, Mann, Alter. Und das Licht hier im Abendzimmer, einfach so schön. Und die staunt nicht schlecht, dass sie checkt, dass man straight aus dem Bett ins Meer springen kann. Oh ja. Aber was hat sie gefehlt? Er dürft sie doch nehmen. Sharing is caring. Achso, auf dem Video dann dürfen wir das auch. Auf dem Video, ja. Sonst hätte Ferdinand jetzt die Polizei gerufen. Die mich gestern wieder angehalten hat und ich war wieder verbildlich. Ja, schon zum dritten und Jennifer Mal. Jennifer wollte gestern. Und die sind aber mega nice. Wir waren in so einem Café. Leute, ich mach diesen Clip einfach mal aus. Dankeschön. Wisst ihr, was der Ferdinand total oft macht, während er filmt? Er kratzt einfach seine Eier. Aber sehen die ja nicht. Ja, trotzdem. Ich wollte es nur mal sagen, so hinter den Kulissen oder unter den Kulissen, um genau zu sein. Unter den Kulissen, um genau zu sein. Ja, wisst ihr, was jedermann macht, ist einfach seine Eier kraulen oder halt in Position bringen, weil wenn es irgendwie so schräg ist oder so und ich fasse ja meine Hose an, aber oft auch rein, also es ist halt einfach, das bin ich und man nennt es Selbstliebe. Oder hast du ein Problem damit? Ich weiß, viele meiner Vegan Savages stehen nicht auf Deutschrap, aber ich weiß auch, viele meiner Vegan Savages stehen auf Deutschrap und ich liebe es einfach, wenn ihr mir Empfehlungen gibt. So liebe ich es auch, euch Empfehlungen zu geben. Und dieses Album von den Orsons, das habe ich im Krankenhaus so viel gehört. Das ist einfach so, so, so geil. Wirklich die ganzen Songs, die ich hier gestartet habe. Feuer und Öl. Hui, damit gehe ich jetzt ins Gym zu meinem Bro Philipp. Leben einfach perfekt. Ich meine, was du draus machst? Ich mach's perfekt. Schaut mal, da hinter mir machen die eine ganz wilde, gute Aktion. Exotisch. Das ist unser neues Inside-Board anstatt wild. Weil wild ist so durchgelutscht. Und ich sag auch gerne wild, aber nur wenn was wirklich was wild ist. Was ist wild? Die wilden Kerle sind wild. Wilde Ride, weil es halt irgendwie mega wellig war oder was auch immer. Aber Leute, werfen einfach mal, benutzen einfach mal das Wort wild für Sachen so. Sei doch kreativer, benutzt doch ein anderes Adjektiv. Das Wetter heute ist einfach viel zu nicht domestiziert. Halt der Maul. Jumped auf den Train, let's make it a thing. Und so geil an der West Coast, hier an der Beachfront, wenn man einfach zu Fuß Sachen machen kann, wie das Gym, sind so 5 Minuten, weil hier man läuft zu wenig. Besonders morgens, wenn die Temperaturen noch so entspannt sind. Die Wuffis langsam erwachen. Einfach herrlich. Wer erinnert sich noch an Villa Kunterbunt, das war hier. Aber ja, auch immer überall viel Müll und die Infrastruktur hier für die Müllversorgung ist not so existent. Aber hier sind wirklich schlaue Leute auf der Insel, die sich da auch so bemühen, das von Grund auf irgendwie dann neu zu bauen. Da braucht man halt dann so mit den Staat gefühlt, dass es hier alles so eine gute Infrastruktur eben ist. Nicht nur eine Insel, sondern so alles als System. Aber ja, Bright Green Future. Viele Leute, die dieses Excitement haben, das zu manifestieren. No doubt, dass sich da in den nächsten Jahren einiges tun wird. Da oben sehe ich sogar meinen Bro auf dem Laufband. Und so sieht das Xantiva von außen aus. Wie so ein Transformers, oder? Hier oben einfach herkommen. Beste Leben. Wie sauer bist du von gestern? Echt sauer. Echt sauer. Mein Nacken, so irgendwie meine Arme, mein Trizeps. Wahrscheinlich vom Ding zum Buchstabs. Ja. Deine Beine? Meine Beine? Nee, das geht so. Ey, wie gut einfach Philipp hier aussieht, oder? Also die Insel steht ihm so, einfach so lean, so braun. Geil. Richtig nice. Eine Stunde auf dem Laufband einfach gewalkt und jetzt noch gestretched. Und jetzt bin ich richtig loose und ready für. Erstmal Fruits und dann Aesthetic Dance. Was ich witzig finde, eigentlich in den Tropen, wenn viel die Sonne scheint, werden meine Haare eigentlich immer heller. Kennt man ja, aber irgendwie hier sind die irgendwie dunkler geworden. Was ist da los? Meanwhile. Also erstmal Kaffee bestellen. Ich war noch nicht klar. Das ist wie geil, bitte. Nee, der Boy hatte keine Cups mehr oder nur noch einen. Und dann hieß ich, was? Keep dein Cup. Das ist Service im Gym, Leute. So kann man den Tag starten, oder? Das verstehe ich nicht. Heute, Freunde, wieder richtig viel gevloggt im Gym, wie man gesehen hat. Alter, ich hatte so einen Struggle, als ich Bananen gekauft habe, ne? Ich nehme so dieses Ding einfach. Auf einmal habe ich nur noch diesen Staudenende in der Hand. Und alle lagen auf dem Boden, so verteilt. Hast du die eigentlich gekauft? Nee. Nee, ich hab dann gefragt, ich nehm die. Die so, no, I take. Oh, food waste. Nee, dann ich so, will you throw them away? Sie so, no, cut and sell. Ich so, okay, passt. Okay. Und irgendjemand kriegt jetzt die Bananen vom Boden. Tja, aber die haben ja eine Schale. Steine ich mich nicht, ich weiß immer noch nicht. Heißt das auf Deutsch Guava oder Guave? Manche rasten immer aus, ist doch scheißegal. Bin dabei, ein paar Fruits zu snacken. Ihr seht die Kette. Time for a static dance. Let's go. Sie sehen hier 2 Lebensretter am Emergency Room. Let me catch you up to speed. Also Aesthetic Dance war erstmal richtig geil. So eine geile Location, so viele schöne Menschen auf einem Haufen. Ich schließe meine Augen, nichts existiert mehr so. Ich bin in meinem psychedelic Loop. Ich öffne die Augen, sind hier noch Leute. Und auf einmal sehe ich halt natürlich alle. Und ich bin so, Alter, wo kommen so viele schöne Menschen auf einem Haufen her? So viele
Wisst ihr das, wenn so richtig die Gesundheit man Leuten richtig ansieht? So, ja, Mann, ihr habt so viel. So, wir sind vielleicht nicht like-minded, aber ihr seid so into healing. Die Insel tut euch so gut. Und kennt ihr das vielleicht so? In irgendeiner Stadt, ihr seid in irgendeiner Shopping-Mall oder so und ihr seht so viel kranke Menschen und gar nicht judging oder so, aber denen geht es einfach nicht so gut, die sehen nicht so gesund aus, die könnten so viel Healing, so viel gesunde Lebensentscheidungen würden denen so gut tun und so viel Ängste, so viel Hass, so viel, und wie gesagt, gar nicht judging, aber das, da bin ich immer so, oh, mir geht's so gut und ich sehe so viele Leute um mich rum, die so, und da waren halt so viele schöne Leute, aber ja, dann hat sich leider Claire, hat sich ihr Knie geklärt. Der war gut, oder? Wie hat sie es gemacht, Bro? Also es ist halt bei der Introduction, es gibt immer bei Aesthetic Dance eine Introduction, da mussten wir auf allen Vieren laufen und irgendwie hat sie sich da gezerrt. Ich bin halt auch so ein bisschen low energy und ich war einfach so im Squat dann, weil ich nicht Bock hatte, da so immer reinfühlen und so, wie es sich für einen richtig anfühlt. Das ist Aesthetic Dance, so wie Yoga. Yoga ist nicht besser, das Schwerste zu machen, sondern das, was sich für dich richtig anfühlt. Und es war so nice, ich war da so im Squat und dann kommt so eine ältere Dame und wir gucken uns so richtig lange in die Augen und connecten einfach so und bedanken und so. Aber ja, dann hat mich Philipp rausgeholt, weil sich Claire eben ihr Knie einfach so, es geht so schnell immer. So, man verletzt sich wirklich in den dümmsten Situationen, so mit meinem Nacken auch letztens. Ich jump über den Stein und oh, jetzt kriegt sie einen X-Ray am Fuß und dann schauen wir mal und ich hoffe, es ist alles gut. Aber da waren so viele nice Leute, die so geholfen haben. Wir haben sie dann da rausgetragen, so auf dem Stuhl zu vier. Das ging da so richtig runter, weil es war so eine crazy Location. Das war ein richtiger Film. Aber sie hat es so gut gehandelt, einfach ruhig geblieben, positiv, kein harter Kopfweg und sich einfach gut helfen lassen, gute Kommunikation. Das sind echte Freunde. Fick die Freunde, die da sind, wenn die Zeiten nice sind, so. Das ist so easy. Wer ist da, wenn es dir wirklich scheiße geht? Wenn du wirklich Hilfe brauchst, wer ist wirklich da? Und das ist dann sein heiß Excitement, dass die Leute sich um dich kümmern. So, das sind echte Freunde. Seit ich halt diese Erfahrung hatte und gesehen habe, wie viel es mir gegeben hat, dass mir Leute wirklich helfen, so wie hier, der Lebensretter neben mir, und dann wirklich für einen einfach da ist, so, ist es für mich so ein Calling, dass die Leute, die ich liebe, so meine Freunde, für die einfach da zu sein. Das ist so mein highest excitement. In the bad times, who's there? These are real friends. Ich find's geil, dass du da Essen einfach dabei hast. Bro, ich bin der Bodybuilder. King Savages. Guck mal, wer da kommt. Hast du schon das Ergebnis? Kurzes Update. Ich habe mich um Claire gekümmert. Sie ist einmal kurz in Ohnmacht gefallen. Aber jetzt mit den Schmerzmitteln geht es ihr gerade gut. Jetzt ist sie auch bei sich zu Hause. Ich habe ihr mein Meal gegeben und ihr Electrolytes und so gegeben. Aber mein Meal Blend, das Dinner, ja, das kocht mir jetzt quasi wieder nochmal. Und jetzt halt frisch, weil ein paar Fruit. Und dann gehe ich auch wieder zu ihr. Wir fühlen uns hier beide nicht so gut. Und dann, weil es gibt schöner als zu zweit oder wahrscheinlich sogar zu dritt mit Franz, einfach einen Film gucken, einfach Fiction, wo man einfach so in die Story reingesound wird. Und dann kann der Körper noch super heilen, als wenn man die ganze Zeit drüber nachdenkt. So einfach chillen, sich entspannen, entertained werden, ganz woanders sein. So. Und dann kann der Körper einfach das tun, was er am besten macht, einfach heilen. Der Körper ist immer an Heilung interessiert, immer. Außerdem macht es halt schwer, indem man halt scheiße isst, also so Standard American Diet, indem man nicht genug schläft, indem man halt Karzinogene zu sich führt, rauchen, indem man karzinogene Gedanken zu sich führt und sich halt die ganze Zeit den Kopf fickt und so. So ist der Körper immer an Heilung interessiert. Deswegen, wenn man schläft, wenn man ihm die Lebensmittel gibt, die Heilung fördern, Anti-Inflammatory, Whole Food Plant-Based Diet, kein Cancer für den Kopf, positive Gedanken, das tut, was man liebt. Ihr wisst es eh. Deswegen lasst den Körper doch heilen. Seid am Einklang. Helft ihm. Er will es doch. Und das machen wir. Diese Papaya sogar. Und, oh, oh. Jetzt hast du dafür einen kleinen Fruit Salad. Nee, ist kein Plastik. Das ist eingepackt in einer Kokosnuss. Der sieht richtig nice aus. Ja, heute der Vlog sehr anders verlaufen, als ich dachte. Aber was heißt, als ich dachte? Das ist einfach der Flow. Ihr habt ja bestimmt auch was Nice gebloggt. Ich habe zwei Shots gemacht. Das ist es. Der Vlog ist. Das ist. Und das ist real. Und ich bin. Schön. Und ich hab's schon mal gemacht. An alle Girls da draußen. Der Ferdi, der hat öfter so seine Maschen. Aber die laufen ja. Dass ich jetzt zum Beispiel die Girls das Leben rette. Oder meinst du hier sowas, oder was? Oh mein Gott! Der Ferdinand, der macht halt, was nice ist, das macht der gerne. Und das macht er gerne mit nicen Leuten. Und nice Sachen mache ich halt wieder, weil manche Sachen sind einfach nice. Wie zu Ice State gehen, wie mit dem Scooter zum Sunset fahren, so. Oh, ich war mit Girl X an einem Sunset, nie wieder Sunset mit einem anderen Girl. Also das macht doch keinen Sinn, oder? Einfach jeden Tag Sunset und wer joinen will, der joint. Und einfach Dinge machen, die geil sind. Deswegen, wenn ihr nice Date-Ideen haben wollt, dann schreibt mir und dann haue ich euch so in München oder Königsleiten oder in Berlin die geilsten Vibe-Dates raus. Stimmt, bitte jetzt jemand aus Königsleiten schreiben, hey, gib mal Date-Idee. Und dann könnt ihr schreiben, wollt ihr, dass die Dates converten? Dann wisst ihr das und das. Spaß, Spaß, Spaß. Immer nach Flow. Am Ende ist ja die einfach Dating-Coach. Ich bin hier schon ein guter Wingman. Und das ist ja eigentlich das Gleiche, oder? Hallo, man filmt keine fremden nackten Menschen. Ach so. Schaut mal, das riecht so geil und das schmeckt auch so geil. Ja. Meine Mama hat gerade gefragt. Aber ich weiß nicht, wenn man Tofu einfriert, ob der dann halt so nach nichts schmeckt wie Wassermelone. Hey.
perfekt. Oh, so am Chillen. Das hat mich so fertig gemacht irgendwie. Leute, irgendwie sieht das falsch aus. Aber hier von Rap One, diese Reihe hier, ich snack die hier gerade so vorzüglich rein. Wenn euch Bodybuilding auch interessiert, schaut euch die mal an. Und dieser Coach, ich liebe einfach sein Schweizerdeutsch oder Österreichisch. Der hat einfach so viele nice Tipps immer. Ich liebe es immer, diese Dreierdynamik zwischen denen. Oh. Warum haben Menschen überhaupt einen Orgasmus? Ich bin so fertig, werde ich jetzt holen. Nicht nur fertig, sondern ich bin wirklich noch krank. Ich weiß nicht wieso. Corona habe ich ja nicht mehr. Vielleicht ist es noch von Corona, vielleicht. Aber einfach so schwach, so Gliederschmerzen. So, ich teile das ja auch mal ganz authentisch. Ihr habt ja öfter mitbekommen. Ich hatte ja erst gerade Corona. Da ging es mir Gott sei Dank nur einen Tag relativ low. Nicht mal schlecht, sondern nur low. Und dann wieder so. Aber jetzt gerade geht es mir einfach wieder low so. Einfach so ein bisschen Gliederschmerzen, einfach schwach. War jetzt auch nicht das Beste, den Körper so viel belasten, mit Claire so viel tragen. Aber ey, in solchen Situationen bin ich immer da und excited zu helfen. In den Vlogs, so, das ist immer ein Teil und dann denkt ihr so, oh nice, und mir geht's so scheiße. Ey, wir sind alle menschlich. Wir fühlen uns jeden Tag anders. Wir sind keine Roboter, wir haben hier ein Herz. Oh, das war gerade voll auf den Muskeln. Claire fährt jetzt gleich nach Hause, sie kauft noch Brücken, was der schlau ist. Dann helfe ich ihr, sie ins Zimmer zu tragen und dann kaufe ich Fruits. Weil Leben ohne Wassermelone, oder? Ich mache gerade eine Hatha-Yoga-Class. Ja? Ich habe keinen Bock. Ich bleibe bei Vinyasa. Das ist der einzige wahre. Also hier ja, oder? Weil es ist einfach so, du machst es da draußen. Ich merke einfach noch so, ich bin noch so krank irgendwie. Also so schwach, so Gliederschmerzen, so. Ja, ja, okay. Vielleicht hat der Boy sich etwas zu früh wieder angestrengt, ne? Nein, nein. Sie hat wahrscheinlich recht. Good morning, being savages. Ich habe gestern vergessen den Vlog. Oder ja. Ey, es war einfach nice. Wir haben gestern mit Claire und Franz noch Matrix angefangen, so zur Hälfte geschaut, dann wurde ich richtig müde. Das ist nice, seid einfach da für eure Freunde, chillt mit euren Freunden, besonders wenn sie eine schlechte Zeit haben. Weil wenn man so worried ist und so, dann ist es einfach so nice, Company zu haben, kennt ihr ja vielleicht. Oh ja, es war richtig nice, ich freue mich heute oder die Tage Matrix 1, einfach so ein Klassiker. Fast schon kein Film, sondern eine Documentary. Und das ist das erste Mal, dass ich ihn gucke und wirklich so checke, weil die anderen Male war ich gefühlt immer Kind. Und hört meinen englischen Poddy, wenn ihr mein nächstes Excitement hören wollt, denn ich mache einen Roadtrip am 29. März diesen Monats, Ende diesen Monats, von Bangkok nach und machen einen Roadtrip durch. Kommt die Tage oder soll schon draußen sein oder ihr habt es in meiner Insta-Story eh gehört, aber ausführlich, so von meinem Plan auf Low-State-Basis, so was mich halt excited, mein Calling im englischen Party. Ein Link unten drunter zu meinem englischen YouTube-Channel eben, da könnt ihr das Visual auch angucken. Einfach YouTube Vegains, nicht Vegains.de, aber ihr kennt ja meinen englischen YouTube-Channel, denke ich. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Ich bin erstmal out. Yeah.